Ja, ich bin's wieder, euer Rolf. Und ihr wisst ja, sollte der Roller nicht mehr laufen, müsst ihr euch nicht gleich besaufen. So, hallo liebe Leute, weiter geht es mit der Piaggio. Ja, das ist der Roller, der hier am längsten steht, den ich schon zigmal fertig hatte und dann wollte er nicht. Und jetzt hoffe ich, dass wir das Ganze mal zum Ende bringen und die Karre rennt und dann muss sie ja noch zum TÜV. Ja, nicht wie ihr mit euren 50er Quietschkommoden. Das Ding muss TÜV haben. Ja, ein großer Vorteil ist natürlich, dass dieses Ding nicht ganz zusammengebaut ist. Deswegen kann man das hier. Nee, kann man nicht. Ja, wo ist der Hebel? War doch irgendwo, ist doch hier. Diese Warte. Karre nicht mehr ganz. Wieder aus. So. Jetzt dreh doch den Monitor um. Wenn der rote Punkt nicht leuchtet, der rote Punkt leuchtet doch gar nicht. Der Der läuft doch leuchtet. nicht. So, jetzt zum 99. Mal. Ja, der große Vorteil der ganzen Geschichte ist, die Karre ist nie wirklich zusammengebaut worden. Ne? Deswegen brauchen wir nur hier aufmachen, Helmfach. Dann nehmen wir hier die Dinger ab. Ne? Und dann die Sicherung hier noch durch. Und dann können wir das Helmfach runternehmen. Stand der Dinge ist hier, dass wir da einen Vergaser reingebaut haben, wo aber die Nadel verbogen war und alles und das irgendwie nicht funktionierte. Jetzt habe ich einen komplett anderen Vergaser, der genau da reingehört. So, das ist jetzt hier also der Vergaser, der da normalerweise reingehört, ne, von einem, der mit Piaggio sich beschäftigt. Der war so freundlich, hat mir den zum guten Preis überlassen. Den bauen wir jetzt da ein. Jetzt habe ich den neuen Vergaser eingebaut, alles ist angeschlossen, Öl, Benzin, alles dran. Ne? Allerdings haben wir hier ein Problem, das werden wir aber gleich sehen. Das war ein bisschen kurz hier, es ist also schwer gewesen, das da reinzukriegen in den Schieber. Na, da muss der Bautenzug hier einhaken. Jetzt versuche ich das Ding mal zu starten und dann werden wir sehen, was hier passiert. Ja, Zündschlüssel rum. Bremshebel ziehen, Startknopf drücken. Und dann, ich habe keine Batterie dran, versuchen wir mal mit Kick. Wie man hören konnte, dreht der Motor extrem hoch. Ich vermute, dass das an dem Bautenzug liegt. Jetzt habe ich den Schieber ausgebaut und wenn ihr hier seht, seht ihr, dass das extrem auf Spannung ist. Und ich vermute, dass aus welchem Grund auch immer der Bautenzug extrem kurz ist und deswegen geht die Nadel nicht weiter runter und der Schieber. Deswegen werde ich das jetzt wieder auseinandernehmen und mir da was einfallen lassen. Hier sind dann die einzelnen Teile, das ist die Nadel, ihr seht, die steht schon ziemlich weit oben, diese Feder. Hier ist das System ein bisschen anders und das ist natürlich alles ein bisschen größer, weil das ja ein 125er ist. Ich nehme jetzt mal diesen Dremel und dann versuche ich diesen Metallkern, der hier ist, damit zu öffnen. Muss man extrem vorsichtig sein, dass man den Bautenzug nicht einen mitgibt. Das wäre sehr schlecht. Ja, er kommt schon langsam. Ist natürlich wieder so eine Fummelarbeit hier. So, ich habe das jetzt hier so weit ab.
jetzt ziehe ich das hier mal durch, jetzt müssen wir ein paar Zentimeter gewonnen haben. Das geht dann automatisch bei, drückt sich hier gegen. Hier haben wir noch eine Stelle, wo wir nachher das Standgas einstellen können. Und eigentlich müsste das Ganze jetzt ein Tick länger sein. Und dann hoffe ich, dass der Schieber runtergeht und der nicht mehr Vollgas gibt. So, nachdem ich das jetzt abgemacht habe, habe ich das hier reingebaut. Ne, habe dann den Schieber und alles auch wieder eingebaut. Und wie ihr seht, ja, sieht das gar nicht schlecht aus. So, nachdem ich das jetzt gekürzt habe, habe ich das alles hier reingebaut. Ne, Vergaser ist auch drin, komplett. Alle Schläuche sind auch angeschlossen. Und jetzt werden wir gleich mal versuchen, das Baby zu starten. So, natürlich, damit der Kreis geschlossen ist, habe ich den Luftfilter auch drauf gemacht und zu, ne, damit das alles seine Richtigkeit hat. Wir wollen hier mal nicht schummeln. So, ich drehe jetzt mal hier den Zündschlüssel rum und dann werde ich mal versuchen, das Baby zu starten. Ja, Batterie habe ich schon abgeklemmt, deswegen versuche ich das jetzt mal hier über den Kickstarter. Ist nicht so mein Ding, kriege ich immer einen Krampf im Oberschenkel, ja. Ich würde sagen, läuft. So Leute, ich habe gerade Besuch. Seht ihr, hier so ein paar Roller stehen hier. Ne? Ja, ich zähle mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da vorne stehen auch noch ein paar. Ja, ne? Ja, wir waren heute beim Rollertreffen in Lahr, war aber keiner da. So, ja, die Spiegel habe ich jetzt schon mal montiert. Ja, ich bin heute tierisch fleißig, ja. Ne, ich gebe richtig Gas. Ja, jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal. Jetzt ist alles zusammengebaut soweit. Ne, dann muss man noch eine technische Prüfung machen, ne, ob alles okay ist. Ne. Gut, das ist jetzt nicht die hundertprozentige Schönheit. Aber der Besitzer, der ja doch schon etwas länger darauf wartet, den ist das auch nicht wichtig, ob das Ding schön ist, ne? Sondern der will einfach nur einen guten Roller haben, der so wie dieser Roller schön Dampf hat und ihm von A nach B kommt. Der muss zuverlässig sein. Ne? Sieht er nochmal hier auf dem Tacho. Ne? Hält sich also auch im Rahmen. Na, das Ding läuft ja noch gut, hat 24.000 gelaufen. Na, und jetzt müssen wir dann noch mal starten, damit ihr seht, dass das soweit alles okay ist. So, ja, ich habe übrigens noch gar keine Pause gemacht. Ja, ne, na gut, ein bisschen. Ja, wir haben ja hier schwere Diskussionen gehabt. Ja, woher kommst du, wohin gehst du? Ne, ja, wir haben dann festgestellt, der eine war schon mal ein Hundenkönig, ich war eventuell mal ein Centurio. Ja, da haben wir noch einen anderen. Der war, das sage ich jetzt nicht. Ne. Naja, ich trinke jetzt noch einen Schluck Kaffee, mache Pause und dann geht's weiter da. Ne. Ja, mit der TPH, ja, Piaggio, ne, damit das Ding endlich mal fertig wird. Nicht, dass das so ist wie mit dem Kaffee, alles kalter Kaffee. So, jetzt nochmal, ja, Zündschlüssel rum, Starterknopf drücken. Ja, ich würde sagen, der ist böse und er läuft. So, jetzt nochmal Kickstarter, ist auch immer wichtig. Ich bin aber kein Freund vom Kickstarter. Ne? Ja, ich verbiege mir immer die Füße irgendwie dabei. Ne? Schlüssel ist rumgedreht. Und ausatmen. Der war schon mal nix. Ja, er geht. Scheiße aus, aber was soll's?
überprüfen wir noch mal Technik. Hupe geht. Normales Licht. Gewechselt, war eine ganz normale Birne. Jetzt zeigt ihr auch nur die Zündung an, das sollte reichen. Dann seht ihr, leuchtet. Jetzt mal linke Bremshebel, funktioniert. Rechte Bremshebel, funktioniert. So, alles super. So, das hätte ich fast noch vergessen, meine Lieben. Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt und wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Roller Rolf. Bis dann. Ciao. Ja, Leute, wie man hier sehen kann, ja, habe ich ein bisschen Besuch heute. So, also ein paar Roller stehen hier, sind aber nicht alle. Wir haben auch noch ein bisschen Platz, also 3-4 Leute könnten noch rumkommen. Ein bisschen Licht, eine Ecke mit Klo. Ja, klar. Spülbecken. Kaffeemaschine. Ja, aber was ist das? Das ist theoretisch sowas wie eine Knastzelle von Größe. Ja. Alles hier reinbauen und dann Knast. Ja, das ist aber alles in Planung. Das Wichtigste fehlt hier sowieso, das ist der Grill. Das fehlt wieder auch noch. Bratwurst und Bier, das muss hier rein. Okay, Bratwurst und alkoholfreies Bier wäre auch schon okay. Du, mir ist das. Mir ist das völlig egal. Müssen die Leute doch alle selber wissen. Oder mitbringen. Einfach mitbringen. Grill wird gestellt.